Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine Folge über Shooterbox und heute machen wir eine Tierlist. Welche Waffe finde ich am besten, welche am schlechtesten und so weiter und so fort. Ich mache das Ganze hier auf einer Webseite extra für Tierlists. Wir haben hier alle Waffen einmal mit drin. Natürlich die Anfangswaffen nur einmal, hier einmal nur die Pistole und dann noch zusätzlich einmal hier die Puncher Gun als Starterwaffe, weil die ja nochmal ein bisschen anders ist. Leider sind die Bilder hier so ein bisschen abgeschnitten, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Und wir fangen jetzt mal direkt an mit dem Vordersten, nämlich die Pump, beziehungsweise die Spitfire Gun. Und die finde ich eigentlich noch okay. Sie ist jetzt nicht wirklich übertrieben gut, es ist relativ gefährlich. Mit ihr können wir auch, wenn wir Pech haben, auf Versehen mal eine schwarze Box treffen. Aber man kann es noch besser vermeiden als bei anderen Waffen und perfekte Schüsse sind immer noch relativ leicht möglich. Jetzt haben wir hier einmal die Puncher Gun, die eine Starterwaffe ist. Und die Starterwaffen finde ich eigentlich alle ganz okay, weil sie haben jetzt keine Nachteile, sie sind immer ganz gut. Diese Waffe ist natürlich noch ein bisschen verbuggt, aber das Ganze zähle ich jetzt mal nicht mit rein. Und sie ist halt wie jede andere Anfangswaffe nicht so wirklich gefährdet, schwarze Boxen zu treffen und wir können einfach ganz normal auf die Boxen schießen. Jetzt kommen wir aber direkt mal zu der Electric City Gun, die ich natürlich direkt ganz bei Overpowered einordnen muss. Wenn wir diese Waffe haben, können wir gefühlt nicht verlieren. Wir müssen einen Schuss treffen, dann sind alle anderen Boxen kaputt. Wenn der erste Schuss sogar perfekt ist, können wir damit richtig fette, perfekte Kombis aufbauen. Wir können dauerhaft perfekte schießen. Sie ist einfach super gut und extrem übertrieben. Schießt dazu, glaube ich, noch einen Tick schneller als der Rocket Launcher, zu dem wir nachher noch kommen. Echt extrem geile Waffe, die auf jeden Fall den overpowerten Platz hier verdient hat. Vor allem kann man ja auch manchmal leicht neben eine Box daneben schießen und trotzdem gehen die Boxen kaputt. Einfach nur eine kranke Waffe. So, kommen wir aber jetzt zu Sniper. Hier ist ja dann immer alles Zeitlupe. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, tue ich die mal bei Nice einordnen. Eigentlich könnte man schon fast sagen overpowered, weil verlieren können wir damit eigentlich auch eher nicht. Wir können ja immer ins Visier gehen und dann ist ja alles, wie gesagt, Zeitlupe. Da hat man eigentlich kaum eine Chance zu verkacken. Echt nice Waffe. Aber sie bringt einem ein bisschen aus dem Rhythmus manchmal, dass man dann auf einmal so, wow, jetzt geht es aber mal ganz schnell weiter. Deshalb kommt sie mal nicht in overpowered rein, aber ich finde, da wo sie jetzt ist, ist sie ganz gut aufgehoben. Jetzt haben wir die Ice Gun. Da bin ich mir unsicher, ob ich sie bei overpowered oder bei nice einordnen sollte. Verkacken können wir mit der eigentlich auch gar nicht. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass wir nicht mit ihnen verkacken können. Deshalb tue ich sie mal bei Overpowered. Bei der Sniper kann man theoretisch noch verkacken, aber bei der Eiswaffe können ja noch nicht mal schwarze Kisten zur Niederlage führen. Deshalb ganz klar für mich Overpowered. Jetzt kommen wir hier zu der Laserwaffe, die ja momentan noch verbuggt ist. Aber das Ganze beachte ich natürlich nicht, weil ich das Ganze bei der Puncher Gun auch nicht beachtet habe. Aber dazu kommt auch noch, dass extrem gefährlich ist, hiermit zu schießen, weil schwarze Boxen relativ einfach zu treffen sind. Ich tue sie jetzt direkt schon mal bei schlecht rein und sage noch ein bisschen was dazu. Wie gesagt, sie hat halt den extremen Nachteil, dass sie schwarze Boxen treffen kann und man halt eben noch nicht mal, wenn ich jetzt die vordere Boxe abschieße und da hinten hinter eine schwarze Boxe ist, habe ich trotzdem verloren, was halt im Gegensatz zu anderen Waffen extrem schlecht ist. Aber ich habe sie noch nicht ganz unten hingetan, weil perfekte Shots mit ihr noch möglich sind. Wenn wir nur einen Schuss treffen auf eine Box und die anderen Boxen nicht damit zerstören und halt eben diese eine Box perfekt treffen, dann geht die perfekte Serie weiter. Wenn wir zwei treffen, zählt es auch noch und so weiter und so fort. Also ganz normal. Das ist bei anderen nicht so, aber da kommen wir gleich noch zu. Jetzt haben wir das Gegenstück zu der Electric City Gun, nämlich hier unseren guten Rocket Launcher. Tue ich auf jeden Fall direkt auch hier nach Overpowered wandern, das ist natürlich klar, weil er eben so ähnlich ist wie die Electric City Gun. Wir tun ihn hier aber an die zweite Stelle, denn er ist, glaube ich, ein Tick langsamer als die Electric City Gun, aber auf jeden Fall besser als die Freeze Gun. Und jetzt kommen wir hier zu Minigun. Wir tun sie direkt nach ganz vorne in Overpowered. Extrem geile Waffe, wir können eigentlich nicht verlieren. Natürlich, wenn wir eine Zahlenbox abschießen, kann es noch sein, dass wir verlieren. Aber wenn man da einfach im Notfall nicht schießt, für den Fall, dass man verlieren kann, ist das kein Problem. Und wenn wir sie normal bekommen, haben wir halt eben eine extrem lange Phase, können die Kisten unten spawntrappen, es kommen keine schwarzen Boxen, kriegen extrem viele Punkte, ohne uns anzustrengen. Extrem geile Waffe. Jetzt kommen wir zu der einzigen Waffe, die wir so ein bisschen hier wenigstens komplett sehen. Ich würde sagen, ich ordne sie bei okay ein. Wie gesagt, zu Anfangswaffen kann man nicht viel sagen, weil die eigentlich halt eben relativ normal sind. Keine großen Vorteile, auch keine großen Nachteile. Aber
meiner Meinung nach noch einen kleinen Tick besser als die Puncher Gun. Jetzt kommen wir hier aber zu der nächsten Waffe, wo ich mir extrem unsicher bin, ob ich Trash oder Schlecht nehmen soll. Hierzu muss man sagen, sie hat dasselbe Problem wie unsere gute Laserwaffe im Bereich der schwarzen Kisten. Diese Waffe hier ist nicht verbuggt als Vorteil, aber das beziehe ich ja hier nicht mit ein. Zusätzlich hat diese Waffe aber noch das extreme Problem bei perfekten Shots. Bei ihr ist es nämlich so, dass alle Kugeln treffen müssen. Und das nicht mal einfach so treffen, sondern halt eben im perfekten Bereich. Das heißt, die ist ja so eine Burst-MP und dann muss der erste Schuss perfekt sein und der direkt danach hinter rausfliegt, muss auch perfekt sein und der danach auch noch. Also extrem mies und sie braucht noch relativ lange zum Schießen. Deshalb ist es sehr gefährlich, mit ihr zu schießen, für den Fall, dass schwarze Boxen da sind und halt eben noch den Nachteil bei den perfekten Shots. Sie ist auf jeden Fall noch ein Tick schlechter als die Lasergun, wenn man den Bug nicht mitsieht. Und ich würde sie sogar, ich tue sie einfach nur bei schlecht rein. Und jetzt kommen wir zum Flammenwerfer. Ein Tick schlechter finde ich ihn als die Minigun, denn er ist langsamer, aber er ist auch extrem stark. Vorteil sogar, im Gegensatz zum Minigun macht der perfekte Serien nicht kaputt. Aber ansonsten ist er halt ein Tick langsamer als die Minigun. Aber man kann auch nicht verlieren, weil keine schwarzen Boxen mehr kommen. Jetzt kommen wir zur allerletzten Waffe, den Oldschool Rocket Launcher, so nenne ich ihn mal, der einen geraden Schuss durch die ganzen Boxen macht. Hier selbes Problem wie bei den anderen beiden Waffen, über ihn bei schlecht. Zusätzlich kommt aber auch noch dazu, dass perfekte Shots unmöglich sind. Wir schießen ihn ab und er trifft alle drei Boxen perfekt. Und wenn die nächsten Boxen kommen, zählt das Ganze schon wieder nicht. Also extrem nervig, extrem blöd. Und deshalb für mich die einzige Waffe, die hier zu Trash kommt. So, das ist meine Tierlist. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr irgendwas anders seht, ob ihr irgendwas ein bisschen anders angeordnet hätte oder ob ihr sagt, okay, genau so hätte ich es auch gemacht. Ich finde auf jeden Fall, die Waffen könnten noch ein bisschen ausgeglichener sein, weil hier die unteren abschlecht, will man in hohen Runden gar nicht mehr haben. Da spielt man lieber mit der Standardwaffe als mit denen. Aber ansonsten würde ich auch schon sagen, das wäre es jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ich habe hier noch eine kleine Korrektur vorzunehmen, denn ich habe dann doch immer nachgedacht und dachte, die Burstwaffe tue ich doch noch ganz nach unten und finde sie sogar schlechter als den Rocket Launcher, weil mit der habe ich am öftesten verkackt und eigentlich, obwohl sie bei perfekten Shots noch ein bisschen besser ist als der Rocket Launcher, ist sie schon die schlechteste. Außerdem habe ich jetzt noch gesehen, dass man das Ganze umstellen kann und jetzt sehen zumindest die meisten Bilder ein bisschen besser aus. Leider habe ich das erst am Ende vom Video gesehen und jetzt wirklich ciao, bis zum nächsten Mal.